Hallo und willkommen zurück bei Subnautica, bei der Pummelrunde. So, das letzte Mal haben wir ja schon ein bisschen so hier die Umgebung erkundigt. Ich habe hier einen Lagerbehälter gebaut. Ja, mit dem Lagerbehälter können wir Unterwassersachen lagern. Ah, Moment, ich zeig das mal ganz kurz. Ich glaube, der müsste einfach so... Lass mal den fallen. Hey, der schwebt! Das ist super. So, Lagerbehälterbeschriftung ändern, nö. Was können wir da machen? Wie kriegen wir den auf? Open Storage. Ah, super. Ja, was lagern wir da mal ein hier? Das Kreaturenei, damit können wir ja noch nichts anfangen. Den essen wir mal, den alten gekochten. Hier den gekochten Klubscher, den essen wir auch mal. Und den legen wir mal hier ein. So. Und dann gehen wir gerade mal nochmal ins Schiff zurück. Wir wollen ja mal gucken. So. Also, wichtig ist, ich würde sagen, wir brauchen sowas wie ein Messer. So. Und Messer. Ausrüstung, Werkzeuge. Hier, die O2-Flasche, das hat auch direkt Wirkung. Jetzt haben wir hier, Moment, ich zeig's mal ganz kurz. Ich glaube, hier, O2-Flasche, die haben wir neu. So. Und damit haben wir direkt 75 anstatt 45. Das ist doch schön. Also, was haben wir dann noch für Fächer frei? Schuhe, Chips, Helm. Ja gut, Baupläne. Was haben wir da hier Neues? Genau hier, gekochter Klubscher, filtriertes Wasser und so weiter. Sprachaufnahmen. Ja. Schauen wir doch mal. Ja. Das ist ja sicherlich jetzt soweit interessant. So, Betriebsprotokolle. Okay. Die äußersten Schichten des Materials sind oxidiert, was bedeutet, dass es auf über 1200 Celsius erhitzt wurde. Ja, okay. Wiedereintritt in die Atmosphäre. Aasfresser und Parasiten. Hier, das ist ein... Mouthpart. Ja, das ist hier Bioskin. Pflanzenfresser. Boomerang. Der Garryfisch. Der Klubscher. Der Kaninchenrochen. Hier Poisonous Flash, Large and Wizard Other Defenses. Ah, okay, den kann man nicht essen. Okay, Inedible but harmless. Ja, das mag ich. Säurepilze. Daraus können wir was bauen. Ja, Koralle. Lila Hirnkoralle. Oh, Hirn. Braucht Hirn. Fahrzeuge. Seegleiter. Okay, willkommen. Ja, okay. So, Datenbank, Log. Ja, hier die, ja, okay, wir sind angekommen und so weiter. Datenbanken haben wir auch schon. Bumerang, den haben wir noch nicht. So, Inventar, da ist auch schon ein Messer abgebildet. Das müssten wir doch dann eigentlich auch bekommen können. So, schauen wir mal. Persönlich, Ausrüstung. Schwimmflossen wandelt vertikale Bewegung der Gliedmaßen unter Wasser in Vorwärtsschub um. Super, top, bin ich dabei. Dafür brauchen wir Silikongummi. Okay, Strahlenschutzanzug, Blei zweimal und Fasergeflecht, ja, okay. Distillanzug, Bestandteile unbekannt. Oh, super, so wie bei Dune. Da können wir dann praktisch gesehen, brauchen wir nicht mehr zu süffeln, dann ziehen wir uns da so aus dem Meereswasser raus. Erste-Hilfe-Kasten, ja, okay, Feuerlöscher können wir bauen, wollen wir aber nicht. Thermometer. Wofür brauchen wir ein Thermometer? Gibt es hier Eis? Rohr. Floating Air Pump. Ja, das ist schön lokalisiert. Das ist eine fliegende, eine schwimmende Luftpumpe. Und ich denke mal, mit den Rohren können wir dann uns so eine Darth Vader Atempumpleitung bauen. Okay, Werkzeuge. Den Scanner, den haben wir ja schon gebaut. Das Reparaturwerkzeug. Mehrzweckreparatur. Dafür brauchen wir Magnesium, Kracher, Fischpulver. Titan, okay, Taschenlampe, Überlebensmittel, da brauchen wir Titan und Silikongummi, okay, Luftblase, okay, hier Ernährung, Moment, Ressourcen, Silikongummi, Schlingpflanzen, Samenbüschel, okay, ich will jetzt als allererstes ein Messer, ich fühle mich mit Messer, es ist dunkel, ja, okay.
Ich fühle mich mit Messer sehr viel wohler als ohne. Es ist dunkel. Ja, Leute, das ist duster. Hier, das ist, glaube ich... Ist das? Ein Gasopod. Den scannen wir mal. Oh, oh, oh. Okay, wir dürfen nicht in dem seine Gaswolke rein. Ich weiß zwar nicht, warum uns das wehtut, aber... So, dann gucken wir mal. Tab. Der Gasopod. Okay. Assessment... Local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. Okay. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 kilometer safety range. 10 Kilometer? Also nur mal ganz kurz. Das da sind nie im Leben 10 Kilometer. Wird das doch nur eine ganz kurze Tech-Demo? Ich hoffe nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Okay, also, Sicherheitsradius von 10 Kilometern. Ich will eigentlich ins Wasser, aber wenn das Ding explodiert, dann wären wir hier drin eigentlich ganz gut. Ich meine, so eine Rettungskapsel ist dafür gemacht, so harte Sachen zu überstehen. Ja, ich könnte wetten, dann kriegen wir doch nochmal irgendwie mindestens nochmal so eine Warnung. Hier. Nein. Sammeln wir nochmal Quarz oder sowas. Hier, Quarz. Gut, okay, wir bleiben in der Nähe von unserem Schiff. Sammeln nochmal das ein oder andere. Hier diesen Blasenfisch. Hatte ich den jetzt noch nicht? So, muss ich gleich nochmal gucken. Ich dachte, den hätte ich jetzt auch schon so gescannt. So, hier. Was haben wir da? Oh, da hinten ist nochmal so Silber. Nee, Salz, Quarz. Quarz, glaube ich. So, Quarz. Was ist denn das? Ich glaube, das waren jetzt so... Blaue Palme. Hey. Eine blaue Palme. Keine Ahnung, was man mit der machen kann, aber... Vielleicht können wir dann, wenn wir ein Messer haben, vielleicht können wir dann auch die Sachen so abschnibbeln, die wir jetzt hier so sehen. Hm, okay. Ach so, erstmal auftauchen. Was für ein schöner Mond. Ich finde den Mond immer noch cool. Oh, die haben zwei. Okay. Okay. Hier, da, dann scannen wir doch jetzt mal den Blasenfisch. Hier, bleib. So, jetzt habe ich das gescannt. So. Die rote Tischkoralle. So, okay, also. So dunkel, wie es hier gerade ist, sehe ich hier gar nichts. Was jetzt nicht unbedingt... dazu führt, dass ich hier sehr stark erkunden möchte. Ich würde ja ganz gerne so ein bisschen was die nähere Umgebung zeigen. Aber da fangen wir lieber nochmal so einen Fisch. Plopp. Also, können wir uns auch noch Wasser machen? Ne? Denn Wasser brauchen wir ja auf jeden Fall. Plopp. Und Klubschaugen können wir uns noch fangen. Hier, da sind Klubschaugen. Die sehe ich im Dunkeln schon. So, nochmal ein Klubschi. So. Ich finde diese Geräusche so cool. So, Moment. Ah, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? So. Ich dachte, jetzt kommt schon so eine Explosionsnachricht. Attention, 10 Sekunden und dann explodiert das ganze Scheiß. Also, okay. Ah, guck mal einer an. Hier, Steine. Kalksteinbrocken. Ja gut. Wenn du den unbedingt scannen möchtest, bevor du ihn zerklopst. Okay, was war das? Kupfererz. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Kupfererz, glaube ich, können wir nämlich gut gebrauchen für alles Mögliche. Denke ich. Hier. Ach du Schande, nee. Titan, ja. Kupfererz.
Ist das Blei? Meine Güte. Da haben wir jetzt aber... Achso, das ist hier diese komische Kuh. Kupfererz, Kupfererz. Titan. Ja. Und noch Quarz. Quarz. Ach ja, das ist schön. Oh. Haben wir nochmal eins vergessen? Ja, ja. Ich finde diese 75 Sekunden immer noch viel zu lang. Ich hoffe, wir können später so U-Boote und so weiter bauen. Ich denke mal ja. Ich meine, ich hätte da irgend so Screenshots davon gesehen. Oder in dem Promo-Video, wie dann irgend so ein großes U-Boot runterplatscht. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das gebaut werden kann. Mit nur dieser Fertigungsstation hier. Aber wir schauen. So, Glas, Quarz zweimal. Kupferdraht. Okay. Wofür brauche ich Kupferdraht? Computerchip. Kabelsatz. Okay. Kupferdraht. Okay, Mama, gucken wir mal hier. Taschenlampe, Reparaturwerkzeug. Ausrüstung. Da. Signalboje. Und Schwerkraftsphäre. Macht von künstlicher Schwerkraft Gebrauch, um Leichtobjekte anzuziehen. Okay. Machen wir mal hier so mal. So. Wasser. Wasser. Ja, okay. Weil ja jetzt gerade noch hell ist, schwimmen wir jetzt gleich nochmal in Richtung... Ich weiß nicht, aber haben wir nicht irgendwie... Also wenn wir... Okay. Das gucken wir uns dann mal gleich an. Hier brauchen wir Klubscher. Den machen wir Salz eingelegt. Dann. Ich denke mal, der hält sich dann länger. So, okay. Ressourcen. Quarz zweimal. Brauchen wir Quarz nicht auch noch bei irgendwas anderem? Ah, Batterien! Wir brauchen die für Batterien. Davor brauchen wir noch Säurepilze. Moment, Säurepilze. So. Säurepilze. Ich habe, glaube ich, zweimal Quarz. War das nicht so? Batterien. So. Sodale. Jetzt haben wir zwei Batterien. Was macht man denn jetzt mit den Batterien? Kupferdraht, Kupfererz. Jetzt können wir uns eine Taschenlampe bauen. Konstruktionswerkzeug. Da brauche ich einen Computerchip. Laserschneider. Schneidet Sachen auf. Okay. Wir gucken mal. Okay, also... Ich... Oh! Wir gehen mal hier rein, ne? Besser ist das. Okay. Können wir jetzt wieder hochgehen? Okay. Schön. Mein Geigerzähler spielt da ein klein wenig verrückt hier. Was? So. Erste Hilfekasten. Ja, sind hier bei 84%. Da. So, das 100. So, dann... Trinken wir und essen wir mal hier so gepökelter Klubscher. Nochmal Wasser. Ja. So, was haben wir denn hier nochmal drin? So, da haben wir nochmal Wasser drin. Dann legen wir... Ah nein, ich hab's getrunken. Ah, das passiert mir aber auch immer in solchen Spielen. Immer, dass ich die falsche Taste drücke. Kupfererz, Quarz. Okay. Okay, ich glaube, in die Richtung war ein... Graben oder sowas. Das sind auf jeden Fall diese Viecher.
Wir nehmen auf jeden Fall, müssen wir alles mitnehmen, was so ein bisschen aussieht wie, Säurepilze brauchen wir erstmal nicht. Ich guck nach so Kupferablagerungen und so weiter am Boden. Oh, da kommt wieder mein Ruckler. Ja, ich glaube, ich weiß auch warum. Ja, ich lag richtig. Oh, da war wieder... Oh. Ah, da ist Schrott. Gut, den Schrott, den nehmen wir mit. Vorher tauchen wir nochmal auf. Ich glaube, da sind nämlich Schlingpflanzen. Da sind die Schlingpflanzen, genau. Die hatte ich irgendwie vor... In der letzten Aufnahme nämlich, glaube ich, irgendwie so aus dem Augenwinkel gesehen. Und irgendwas mit Schlingpflanzen stand ja da. Mal Schrott. So, und daraus können wir... Oh, da sind irgendwelche Viecher. Ach du Scheiße. Okay. Strahlung entdeckt. Ja, das scannen wir und dann pflücken wir mal ganz schnell zwei. Geht das? Ah ja, gut. Okay. New Blueprint acquired. Keine Ahnung, was man damit jetzt machen kann. Ich hoffe, es reicht jetzt für uns. Okay. Ich glaube, oberirdisch sind wir echt schneller. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber da ruckelt es noch ein klein wenig. Das ist nicht so schön. So. Da ist noch... Ach, Inventar ist voll. Echt jetzt? Was machen wir denn jetzt hier? Schlingpflanzen, Samenbüschel. So. Och, ja. So, das nehmen wir noch mit. Das Material da ist ja sowieso meistens irgendwie, denke ich, Titan oder sowas, was wir daraus gewinnen können. Und dementsprechend schauen wir mal, was wir da jetzt machen können. So, Grundmaterialien. So, Silikongummi. So. Können wir jetzt ein Messer machen? Ja! Als Folge des Massakers auf Obraxis Prime wurden Waffen aus sämtlichen Standard-Überlebensbauplänen entfernt. Als grundlegendes Überlebenswerkzeug der letzten 2,5 Millionen Jahre bildet das Messer die einzige Ausnahme. Das tut uns leid. Das ist schön. Danke, ich fühle mich auch total. Wir brauchen so Schwimmflossen, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. So, jetzt machen wir mal aber hier ganz kurz. Was brauchen wir hier? Titan. Ja, das verwerten wir mal zu Titan. Und nochmal Titan. So, machen wir dann Titanbarren da draus. Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür wir die Titanbarren benötigen, aber für irgendwas wird das schon gut sein. So. Glas. Ja. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier vorangehen. Okay, also, das Überlebensmesser haben wir. Damit können wir jetzt mal gleich gucken. Also, dann in der nächsten Aufnahme wahrscheinlich mal gucken. Jetzt gleich wird es wahrscheinlich zu knapp, was wir damit alles so abschnibbeln können. Leuchtfackel in vielen Situationen, ja gut, habe ich nicht. So, ich brauche einen Computerchip, damit ich ein Konstruktionswerkzeug habe. Batterie habe ich, Computerchip. So. Wie bastel ich einen Computerchip? Computerchip. Tischkorallenprobe zweimal und Silbererz. Ja. Oder hier, da brauche ich doch Repair Tools, ne? Mache ich hier erstmal alles ganz, ne? Reparaturwerkzeug, Magnesium, Kracherfischpulver. Uiuiuiui. Ja, ich gehe mal davon aus, das Kracherfischpulver kriegen wir eventuell mit dem Messer, wenn wir so ein Kracherfisch, was auch immer das nochmal war, kaputt machen. Ja, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Glas. Quarz finde ich wie
Glas finde ich auf jeden Fall. So. So, ich glaube, Quarz brauchen wir auch für den Chip. Ich bin so vergesslich. Ja. Aber ich würde sagen, das alles... Ich mache das jetzt gerade nochmal. Und dann sehen wir in der nächsten Folge... Sehen wir, was das Messer kann. Okay, dafür, dass der gute Mann, dass es keine Waffen gab, sah das eben sehr elegant aus, was er mit dem Messer gemacht hat. Das macht mich stutzig. Eventuell haben wir es hier doch mit einem Militär-Typen zu tun. Keine Ahnung. Besser nicht darüber nachdenken, gar nicht erst drüber nachdenken, ist vielleicht besser. Ja. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Subnautica ab ins Nass. Ciao.